Hey ho, meine Freunde der Dunkelheit. Ja, ihr glaubt mir nie, was mir passiert ist während den Aufnahmen. Und zwar, ich habe das Let's Play jetzt endlich beendet. Natürlich nicht in dieser Episode, aber sozusagen fertig alles aufgenommen auf einen Schlag. Ja, und dabei vergessen, das Mikrofon anzuschalten. Ich bin ein totaler Vollidiot in diesem Moment gewesen. Naja, jetzt spreche ich auf jeden Fall zu euch im Nachhinein nochmal. Deswegen bei den ganzen Kampfszenen oder sowas, da werde ich schön meine Fresse halten. Das muss ich nicht unbedingt kommentieren, denke ich mir mal so gerade aus dem Kopf. Deswegen genießt es einfach und ich sage jetzt sozusagen, während das Gameplay nicht läuft, was dazwischen. Ja, unsere nächste Episode beginnt mit der Überwachung von Suna, wo wir einfach ein kleines Baumkletternspielchen machen, das ein bisschen schwieriger ist als das, was wir schon vorher kennengelernt haben. Ja, das werdet ihr auch dann sehen, dass ich da ein bisschen faile. Aber trotzdem, mit einem Versuch schaffen wir diese Sonderbedingungen. Zum Glück. Unser Auftraggeber war Temari und Kankuro. Ja, da hinten sehen wir so ein schläfendes Pärchen, darauf wollte ich aufmerksam machen. Da bist du ja. Ihr wollt also sehen, wie wir Chakra-Kontrolle trainieren, hä? Gibt es bei euch im Dorf keine Training der Chakra-Kontrolle? Natürlich, das ist aber kein Baumklettern dabei. In der Wüste haben wir keine Bäume wie in hier in Konoha. Oh, klar, jetzt weiß ich, was ihr meint. Deshalb wollten wir dich beim Baumklettern-Training beobachten, kein Problem. Beobachtet mich, solange ihr wollt. Für mich ist es auch gut, meine Chakra-Kontrolle nochmal zu üben. Dann ist ja jeder zufrieden. So sieht's aus. Sunagakure beobachten, zeige den Geist von Konoha. In Ordnung, ich klettere schnell wie der Blitz nach oben und versetze sie so in Erstaunen. Hey, Kankuro, wieso grinst er plötzlich so? Wer weiß, komischer Vogel. In Ordnung, dann legen wir mal los. Ja, und wie vorhin erwähnt, ich faile gleich ein bisschen. Aber was soll's. Da, das war der erste Versuch vom Baumklettern. Natürlich kommen gleich noch dieses Baumklettern mit den Bonusvorgaben. Ja, da mussten wir diese ganze Geschichte 10 Sekunden schneller schaffen. Und ihr habt gesehen, wie knapp das gerade war. Aber ich habe mich auch dämlich angestellt. Naja, passiert halt. Oh, ziemlich gut. Nicht schlecht. Ihr habt noch gar nichts gesehen. Das hat mir wirklich geholfen. Ja, im Grunde genommen ist die Freisetzung von Chakra die gleiche wie beim Wandklettern. Es hat mich gefreut zu helfen. Ich gehe dann mal, wenn es sonst nichts mehr gibt. Nein, das ist alles. Tausend Dank. Kein Problem, du kannst mir irgendwann mal was zeigen. Ja, darauf kannst du dich verlassen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Oh, Geheimschriften. Ja,
Und das, was ich jetzt mache, ist, um natürlich Geld heranzuschaffen, ist die Schriftrollen sammeln. Es ist leider etwas nervig. Aber das müssen wir leider tun. Zwischendurch auf der Karte halt gucken, wo die ganzen Schriftrollen sind. Also ja, hier habe ich krass gefällt. Ich wollte eigentlich über die Dächer springen und habe mich total aufgeregt, dass mir das nicht gelungen ist. Deswegen musste ich gerade so ein bisschen schmunzeln. Naja, man kann halt nicht alles haben, beziehungsweise man kann einfach nicht alles. Habe ich richtig gefällt. Genauso wie hier eben gerade. Ah, diese Springdingens, das sieht vielleicht so aus, dass ich mich blöd anstelle. Aber die Kameraführung ist so beschissen, dass es zum Teil auch daran liegt. Achso, und jetzt mache ich einen auf Superman. Und endlich haben wir unser Ziel gefunden. Das war dann irgendwie... ein bisschen Walljump machen, einen auf Prince of Persia. Ihr seht, das ist etwas nervig und besonders ich habe da so gedacht, oh Gott, nur Mut, gleich ist das Let's Play zu Ende. Ja, das ist halt ein bisschen schwierig bei dem Spiel. Naja, ein genaues Review zu dem Spiel findet ihr auch im letzten Part. Wenn die Credits laufen, dazu sage ich dann noch was. Aber jetzt gerade so, ja, da sieht man eigentlich nichts Spannendes. Es ist einfach nur dieses Baumklettern, dann Schriftrollen sammeln, diese Schriftrollen verkaufen und nochmal Baumklettern. Genial, oder? Nicht wirklich viel zu sehen. Da kann man auch nicht wirklich was dazu kommentieren. Also mir persönlich fällt zumindest da nichts ein. Ist halt ein bisschen ärgerlich. Ja, und zurück zum Baumkletter. Die Bonusvorgaben, ja, 1 Minute 15 Sekunden, 10 Sekunden schneller müssen wir diesmal sein. Das kriegen wir zum Glück hin, allerdings war das doch etwas schwerer. Was den Spaßfaktor natürlich erhöht hat, aber... für die Länge dieser Episode ein bisschen... Hätte man auch kürzer gestalten können. Na gut, ich hätte auch die Schriftrollen einfach nicht einsammeln müssen. War also dementsprechend auch mein Fehler. Okay.
Ja, somit haben wir auch das geschafft. Jetzt heißt es auch wieder simples Geheimschriftenrollen sammeln, dann diese bei Iruka Sensei eintauschen und dann geben wir auch schon speichern. Nichts Spannendes, ihr könnt theoretisch, na gut, das ist eure eigene Entscheidung, ihr könnt jetzt schon wegschalten, da passiert nichts mehr. Aber einfach nur der Vollständigkeit halber lasse ich den Rest laufen. An dieser Stelle, ich bedanke mich fürs Zugucken und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Da werde ich versuchen, mal mit den Kommentaren ein bisschen mehr zu reden. Jetzt gerade fehlte mir einfach nur diese Motivation, weil ich mich zeitgleich auch ein bisschen ärgere. Scheiße, ich habe vergessen, den Ton aufzunehmen. Und deswegen alles wieder, das Gameplay nochmal sehen und dazu zu sprechen, das ist... verliert man ein bisschen Lust und gerade bei diesem Part, wo einfach nichts passiert, beziehungsweise etwas, das, was man schlecht kommentieren kann irgendwie. Ja. Bin ich einfach gerade sprachlos. Daher, vielen Dank fürs Zugucken. Wie gesagt, Schriftrollen einsammeln und dann speichern. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Wir haben es nicht mehr viel mit dieser hier dazu gerechnet, sind es nur noch 3 Parts und dann haben wir das Let's Play beendet. Ah, herrlich. Gut, bis dann, tschüss.